Grüße euch, mein Name ist Dendera Susanna Medici. Außer die täglichen Tagesenergie- und Tageshoroskopen biete ich auch Beratungen und Beratungsvideos an. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo für Frieda. Frieda ist natürlich nicht der richtige Name, aber ich möchte diese Beratungsvideos anonym behandeln. Liebe Frieda, das ist dein Video. Ich grüße dich und ich hoffe, ich darf das erlauben, dir du zu sagen. Wir haben das nicht ausgemacht. Und ich möchte auch bedanken für diese Anvertrauen. Du hast zwei Fragen gestellt. Erstens, du und dein Mann wünschen sich ein Kind. Du möchtest schwanger werden. Bis jetzt hat nicht geklappt und die Ärzte sagen, es ist alles in Ordnung. Und ich werde das astrologisch mal betrachten. Die zweite Frage war, du hast ein Jobangebot und du weißt nicht, ob du diesen Job annehmen sollst oder nicht. Die Frage werde ich astrologisch beantworten, aber auch über die Karten und ich befrage auch die Quelle, also ist auch eine mediale Beratung. Und ich fange astrologisch an. Du bist im Tierkreiszeichen Löwe geboren. Dein Mond steht im Tierkreiszeichen Skorpion und du hast Aszendent Jungfrau. Das Leben bleibt nicht stehen. Das Leben ist in einer ständigen Bewegung. Und du machst auch Schritte in dein Leben. Und welchen Boden bewegst du dich gerade? Es sind die Lebensabschnitte. Es dauert 7 Jahre lang und du bist gerade die Mitte im Tierkreiszeichen Fischen. Das bedeutet, du bewegst dich gerade in diesem Energiefeld, Tierkreiszeichen Fischen, und das ist nicht nur die Bewegung deiner Schritte gerade im Leben, sondern du lernst auch etwas von den Tierkreiszeichen Fischen. Und das möchte ich erklären. Diesen Sternbild, diese Tierkreiszeichen, die Tierkreiszeichen Fischen, besteht aus zwei Fischen. Die südlichen Fisch und die nördlichen Fisch. Die beiden sind miteinander verbunden. Alperg, dieser Stern, verbindet die südlichen Fisch mit dem nördlichen Fisch. Das Problem ist nun, dass diese Fischen nicht in gleiche Richtung schwimmen. Die eine schwimmt nach links, die andere schwimmt nach rechts. Weil wir betrachten das als Element Wasser. Die Tierkreiszeichen Fischen gehören nämlich zum Element Wasser, also die schwimmen. Die schwimmen in diesem Ozean und das ist symbolisch unserem Leben gemeint. Die eine Fisch vertraut auf das Wasser, hat ein großes Vertrauen und weiß auch, der kann schwimmen. Und dieses Gewissheit gibt ihr ein ganz großes Glauben, Glauben an sich selbst. Ich würde noch dazu sagen, Glauben an Gott, dass die Wasser trägt und alles kommt ins Fluss und das im Überfluss, weil hier im Tierkreiszeichen Fischen ist die alte Herrscherplanet, ist Jupiter. Das Glück vermehrt auch etwas. Also die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Die Ozean hat keine Grenzen in dem Sinn. Das ist das eine Fisch und die haben Erfolg im Leben.
Der andere Fisch schwimmt gegen den Strom und es ist anstrengend und kostet viel Kraft und hat Angst vom Wasser, weiß gar nicht, dass als Fisch schwimmen kann, zweifelt an sich selbst. Und durch diese Ängste, diese Kraftlosigkeit zieht in die Tiefe. Und Jupiter als Herrscherplanet über die tierkreiszeichnenden Fischen ist auch die Tiefe. Und von dieser Verzweiflung sollen die rauskommen. Und das ist die Energie, die tierkreiszeichnenden Fischen. Und diesem Boden bewegst du dich gerade, auch wenn du nicht im tierkreiszeichnenden Fischen gehörst, sondern du bist im Tierkreiszeichen Löwe geboren. Und die Tierkreiszeichen Fische verbindet sich mit dem Tierkreiszeichen Krebs und Tierkreiszeichen Skorpion. Weil die drei, die Tierkreiszeichen Fischen, der Krebs und die Skorpion, bilden sich die Elementgruppe Wasser. Hier geht es auch um Gefühlen. Also es ist eine gewisse Verbindung da energetisch. Und die Krebs als solche ist ein Symbolbild für das Geburt. Natürlich bedeutet auch etwas geboren lassen, etwas reifen lassen. Aber bedeutet auch geboren ein Kindes, die Schwangerschaft. Also ich habe untersucht in dein Horoskop, wo steht Krebs? Hast du da Planeteneinschränkungen? Du hast im Tierkreiszeichen Krebs kein Planet, hast auch keine Einschränkungen, aber das befindet sich im 10. Haus, die Berufung. Das heißt, es ist eine innere Unsicherheit. Sollst du deine Berufung leben oder sollst du Mutter sein oder sollst du beides tun? Die dritte Tierkreiszeichen in Elementgruppe Wasser ist die Skorpion. Und das ist die Sexualenergie. Natürlich geht es auch um Transformationen, die Gefühle, auch das inneren Kraft zu spüren, aber auch die Sexualität. Und hier im Tierkreiszeichen befindet sich dein Mond. Und das ist nicht nur ein Sinnbild für deine Mutter, sondern auch Mutter zu werden. Die Empfängnis. Und das befindet sich in diesem Energie des Skorpion. Und das ist schon die Sexualenergie der Befreiung. Frei, also frei zu sein im Bereich Intimität. Aber hier hast du eine Lernaufgabe. Es ist für dich nicht so vertraut. Es ist für dich ein Neuland, weil hier befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion auch den karmischen Knoten, die neue Lernaufgabe. Das, wo du dich da einlassen sollst, die aufsteigende Mondknoten oder wie die indischen Astrologen sagen, die Drachenkopf. Also hier hast du mal eine Lernaufgabe, da das zu trauen. Aber auch gleichzeitig hier sind deine Gefühle und Mond ist auch Mutter zu werden, also Schwangerschaft. Das befindet sich im 3. Haus. Im Horoskopen sind die Lebensbereiche als Häuser dargestellt. Und dieser 3. Haus bedeutet die vertraute Umgebung oder kleine Reise. Und ich würde dir den Rat geben, die Tage achten, wenn die Mondbewegung gerade im Tierkreiszeichen Skorpion ist. Und das erfährst du in meinen Tageshoroskopen. Weil da sind die Chancen höher, schwanger zu werden. Und die Umgebung, was auch ganz gut passt für Empfängnis, ist eine kleine Reise. Das als Tipp. Also, das ist mal wichtig zu erkennen, die drei Tierkreiszeichen im Elementgruppe Wasser, nicht nur aus dem Grund, weil du in diesem Boden bewegst du gerade und das ist auch ein gutes Zeichen, schwanger zu werden, weil das
Element Wasser hat mit Schwangerschaft eine enge Verbindung. Dann ist wichtig, dein Mond anschauen, weil die Mond hat auch mit Mutterwerden, mit Empfängnis etwas zu tun. Mond hat auch kein eigenes Licht, sondern Mond empfängt die Licht von der Sonne. Also das ist die Empfängnis. Verstärkt ist jeden Monat, wenn die Mond im Tierkreiszeichen Skorpion sich bewegt. Die Ort ist günstig auf eine kleine Reise oder bei Verwandtschaft oder die vertraute Umgebung. Aber ich würde sagen, ein Ausflug, eine kleine Reise. Also Reise im Innenland und nicht im Ausland. Wenn ich deinen Mond betrachte im Horoskop, du hast einen schön bestrahlten Mond. Und es verstärkt mir nochmal, dass du schwanger werden kannst und wirst. Also du hast einen sehr schön bestrahlten Mond, auch von deinem Aszendent, also auch von deinem Wesen her, aber auch vom Mars. Und Mars symbolisiert dein Mann. Also da ist auch eine schöne Verbindung. Also dein Mann kann dir diesen Wunsch erfüllen. Dann ist wichtig zu betrachten die fünfte Haus. Fünfte Haus ist das Haus des Kindes. Und es ist nicht nur das eigene Kind und auch die Schwangerschaft hier gemeint, sondern auch Kind zu sein im Leben. Das bedeutet nicht kindisch zu sein, sondern dieses inneren Kind zu spüren, das Leben auch mal, vielleicht nicht immer, aber wenn es angebracht ist, mal spielerisch betrachten, diese Leichtigkeit. Und hier brauchst eine Brücke, dein spielerische Art und das Kind, was geboren wird. Ich erkläre, warum. Erstens hast du einen Bezug zu diesem Haus, weil die fünfte Haus hat eine Analogie zu Tierkreiszeichen Löwe. Und du bist im Tierkreiszeichen Löwe geboren und dein Venus, deine Weiblichkeit, die Frau an dir ist auch im Tierkreiszeichen Löwe. Also du hast mal einen engen Bezug zu diesem Bereich. Schwanger zu werden, mit Kindern umzugehen. Aber das ist nicht einfach, weil die Tor, diese geheime Tor, was diesen Lebensbereich öffnet, befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Und es ist Erdeelement, Sicherheit, Stabilität, Struktur. Und das, was dich beschäftigt, und das ist die Verstand, das ist Kopf, und nicht die Gefühle. Natürlich haben die Steinbock-Geborenen auch Gefühle. Sie nehmen sogar sein Ernst ihren Gefühlen. Aber das ist auch ein gewissermaßen die Strenge. Das heißt, du machst viel Gedanken über Kindererziehung. Und hast das Gefühl, noch nicht gewachsen zu sein für diese Aufgabe oder hast Angst davon, kann auch sein. Ich möchte nicht behaupten. Du nimmst es sehr ernst, das ist die Steinbock, du nimmst es sehr ernst, Mutter zu sein, eigene Kind zu haben, aber du möchtest das perfekt gestalten, perfekt zu sein. Da kommt auch deine Jungfrau Aszendent dazu. Und du brauchst jetzt hier die Leichtigkeit, das spielerisch zu betrachten und etwas verlassen, diese Steinbock-Energie. Und dazu ist nicht nur die Steinbock, was diesem Bereich, dieser geheime Tor öffnet, sondern es gibt noch eine Figur im Himmel und das heißt Terebellum, bestrahlt auch diesem Tor. Wie öffnest du diesen Lebensbereich? Ein eigenes Kind zu haben. Und dieser Terebellum hat eine Ähnlichkeit mit Steinbock.
Sicherheit, Stabilität, Struktur. Und bedeutet aber diese Terebellum auch Erfolg. Also dann hast du schon eigentlich die Antwort auf deinen Fragen. Du nimmst das zu ernst. Du möchtest perfekt zu sein. Vielleicht hast ein bisschen Angst davon, ob du das bewältigen kannst. Und das kann natürlich dazu führen, dass du zu verkrampft bist, wenn es um Schwangerschaft geht. Aber dieser Terebellum sagt trotzdem klar und deutlich aus, es führt zum Erfolg. Und das ist auch die Antwort, meine Antwort auf deine Frage. Also vieles sprechen dafür, dass das zu Erfolg führt. Und spricht gar nichts dagegen, dass das nicht so sein sollte oder nicht sein kann. Aber versuch das beeinflussen. Also ich habe mal gesagt, vielleicht auf eine kleine Reise zu gehen, dann betrachten, wann steht Mond im Tierkreiszeichen Skorpion, dann spüren diese Intimität und das soll die Befreiung sein, es einfach fließen lassen. Und jetzt kehre ich zurück auf dem fünften Haus. Weil in diesem fünften Haus, das Haus des Kindes, ist nicht nur die Steinbock wirkt, sondern auch die Tierkreiszeichen Wassermann. Und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zu Luftelement. Und wenn du ein bisschen verlassen kannst, die Steinbock-Energie, und das ist das Verstand, und übergehst bisschen im Tierkreiszeichen Wassermann in dieses Luftelement und spürst du diese Leichtigkeit und kannst eine Brücke bauen zwischen deinem inneren Kind, mal spielen im Leben, und das ist vielleicht für dich als Löwengeborenen ist sehr gut, das Leben betrachten wie eine Bühne und du spielst in diesem Bühne und du bist die Hauptrolle. Also du bekommst in diesem Theaterstück die Hauptrolle. Und das ist dein Glanz als Löwengeborenen sowieso. Also versuch das Leben auch ein bisschen spielerisch betrachten. Und auch Thema Kind brauchst du auch diese Energie. Und es schenkt dir Leichtigkeit. Und so diesen inneren Kind, was auch spielen kann im Leben, diese Natur, baut eine Brücke zu diesem Kind, was du erwartest. Warum spreche ich von einer Brücke? In diesem Bereich, wo sich die Tierkreiszeichen Steinbock und die Tierkreiszeichen Wassermann befindet, ist die Sommerdreieck im Himmel und verbinden sich drei Sternbilder. Und das ist die Sternbild Lyra, die Sternbild Schwan und die Sternbild Adler. Die sind miteinander verbunden. Die Sternbild Adler und die Sternbild Lyra trennt die Milchstraße und die Sternbild Schwan bildet sich eine Brücke zwischen den beiden Sternbildern. Und dazu gibt's eine wunderschöne Liebesgeschichte aus der chinesischen Mythologie, was auch die Japaner übernommen haben. Ich erzähle das. Es gab ein Hirtenjunge. Und er war schön natürlich. Und im Himmel gab's ein Fee. Und diese Fee im Himmel verliebte sich an diesem Hirtenjunge und kam auf die Erde. Und die beiden haben sie sich verliebt, auch verheiratet. Und er blieb Hirtenjunge und diese Fee wurde Weberin. Bis dann die Himmelskaiser und die Himmelskaiserin, das ist die Sonne und Mond in der chinesischen Astrologie, dann entdeckt
haben, dass diese Fee auf die Erde lebt. Und die Himmelskaiserin sagte dann, wir sollten diese Fee zurückholen ins Himmel. Und so passierte auch. Und das dazu führte, dass die beiden müssten sich trennen. Und das ist diese Trennung, Milchstraße, was die Chinesen als die gelbe Fluss betrachten. Also die Fluss trennt die beiden Sternbilder. Und die beiden Liebenden blieben aber in Verbindung. Und der Schwan bildet sich jedes Jahr eine Brücke in diesem Fluss. Und auf dieser Brücke treffen sich die beiden Liebenden. Altair, die Hauptstern im Sternbild Adler, und Vega, die Hauptstern im Sternbild Lyra. Und der Neb verbindet die beiden und der Neb ist die Hauptstern der Schwan. Und das ist diese Brücke. Und wenn die beiden Liebenden, die Hirtenjunge und die Weberin trifft auf diese Brücke, das ist der Tag der Liebe bei Chinesen und auch bei Japanern. Bei dir geht's das nicht um die liebe Partnerschaft, sondern bei dir geht's das deine eigenen Kindheit, deinem inneren Kind, mal Kind zu sein im Leben. Ich betone nochmal, nicht kindisch zu sein, sondern erwachsen, aber diese spielerische Art und das ganz, ganz gut als und brauchst auch als Löwengeborenen. Diesen inneren Kind, diese spielerische Leichtigkeit bildet sich eine Brücke zu dein Kind, was geboren wird. Und du baust diese Brücke auf und es spielt sich ab zwischen Tierkreiszeichen Steinbock und Wassermann. Und das befindet sich bei dir im fünften Haus. Interessant ist zum Erwähnen, dass über die Tierkreiszeichen Steinbock herrscht der Planet Saturn. Und das ist die Tor, was dein Lebensbereich Kind öffnet. Und über die Tierkreiszeichen Wassermann, was auch in diesem Lebensbereich befindet, ist die alte Herrscherplanet auch Saturn. Die neue Herrscherplanet ist Uranus. Aber Saturn herrscht über die Tierkreiszeichen Steinbock und Saturn herrscht auch über die Tierkreiszeichen Wassermann. Und hier hast du eine Lernaufgabe. Warum? Weil du hast Saturn in Tierkreiszeichen Löwe. Und Saturn im Tierkreiszeichen Löwe steht in Verbindung zu deiner Sonne. Und das ist dein Selbst. Und da sollst du dich frei sein, dein Selbst leben. Aber diese Sonne ist auch die Vater. Also du hast ein Vaterthemen oder Vaterproblematik und das sollst du erstmal anschauen, dass du überhaupt dein Selbst lebst, dass du dich befreist von etwas, dass du wieder Kind sein darf, innerlich. Und so baust die Brücke auch zu dein zukünftiges Kind. Und dieser Saturn, was diese Lernaufgabe austeilt für dich, das ist erstmal die Sonnenverbindung und das ist das Vaterthema. Aber es gibt nochmal ein Thema, was du anschauen sollst. Wo befindet sich das alles? Löwe. Und deine Löwe-Sonne und Saturn-Sonne-Konjunktion. Das ist im 11. Haus und das sind die Freundschaften. Und dann kommt noch ein Einfluss von Neptun. Du kannst nicht jedem vertrauen, weil du bist von Freunden, Bekannten oft enttäuscht. Und hier hast du auch eine Lernaufgabe. Nicht die bewundern
oder helfen, dass sie mit etwas glänzen und du stellst dich selbst in die Schattenseite, sondern lernen, dich selbst ins Licht zu bringen, als Löwengeborenen. Und das, was du kannst oder dein Aussehen oder deine Fähigkeiten, damit glänzen und das ins Licht zu bringen, dass jeder das bewundern kann. Du brauchst diese Anerkennung. Also hier hast du auch eine Lernaufgabe. Und das hilft auch, weil die Löwe und Saturn auch beeinflusst dein fünftes Haus. Und das hilft auch, deine Lösung zu finden, dann fühlst du dich befreit. Was noch auch wichtig ist, nicht nur davon zu befreien, sondern dein Merkur sollst du auch befreien. Dein Merkur, was die Planet für Kommunikation, Sprache ist und Handlungen, befindet sich auch im Tierkreiszeichen Löwe. Und das braucht auch Anerkennung, Glanz. Du kannst mit deiner Sprache andere überzeugen, andere von etwas begeistern. Und das ist auch dein Talent, aber wo befindet sich diese Merkur im 12. Haus? Also die Löwe ist im Grenzbereich zwischen 12. Haus und 11. Haus, also im Hintergrund. Du darfst deine Sprache, diese Art an dir nicht im Verstecken, nicht verstecken, sondern in Glanz zu bringen, in Licht zu bringen. Also hol dein Merkur von die 12. Haus raus. Weil da hast du auch eine Verletzung, weil erstes Mal Regulus, dieser königlichen Stern, bestrahlt dein Merkur. Es ist königlich. Also versuch das zu leben und genießen, wie du andere überzeugen kannst von etwas. Oder wie andere dich bewundern wegen deiner Sprache. Und du hast auch ein tiefes Wissen, weil du schaust auch hinter den Kulissen. Das ist die 12. Haus. Natürlich hat auch Vorteile. Aber darfst nicht das im Schatten bringen. Sondern das braucht Licht. Das braucht Öffentlichkeit. Das braucht Anerkennung. Und das ist auch dieser Regulus. Bestärkt mir auch. So, Regulus ist königlich. Und es ist das Herz der Löwen. Und das drückst mit deiner Sprache aus. Du sprichst von Herzen. Und das sollen sie auch andere wahrnehmen. Weil das ist für dich Anerkennung. Und wenn diese Anerkennung nicht kommt, dann findest du das ungerecht und fühlst du dich enttäuscht. Und da hast du die Jupiter-Themen. Und das ist auch wichtig, das zu berücksichtigen, weil Jupiter hat auch einen Einfluss auf Schwangerschaft. Jupiter ist zwar nicht die Empfängnis, aber Jupiter vermehrt etwas. Also wenn ein neues Kind geboren wird, vermehrt sich auch in die Familie etwas. Also Jupiter beeinflusst auch etwas. Und da entsteht eine gewisse Spannung und das ist die Sprache. Du hast glänzende Sprache und du traust dich nicht damit zu glänzen. Und manchmal empfindest du das als ungerecht, weil du eben nicht entdeckt bist oder bekommst du zu wenig Anerkennung. Also lob dich selbst, sei mutig und zeig, was du kannst. Und diese Anerkennung kommt von alleine. Und dann hast du dieses Thema auch bewältigt. Dann befreist du auch nicht nur Merkur, sondern befreist du auch diese Jupiter-Energie und hilft dir dabei, etwas zu vermehren. Und dein Wunsch ist, ein Kind zu haben. Und dieser Wunsch kommt auch zum Erfüllung. Dann noch etwas. Du hast Aszendent Jungfrau und jede Tierkreiszeichen, auch die Tierkreiszeichen Jungfrau, hat
positive Seite, schöne Seite, wo man auch Vorteile hat. Und das hast du auch mit diesem Jungfrau-Aszendent. Das bedeutet, dass du nüchtern bist, dass du ein klares Denken hast, dass du die Zusammenhänge erkennen kannst, dass du sauber bist und auch bodenständig. Das hilft dir im Leben. Und diese Jungfrau-Eigenschaften sollst du auch leben. Aber wenn du dir selbst gegenüber hohe Ansprüche hast und selbstkritisch bist, dann lebst die andere Seite von Jungfrau. Und dir soll das bewusst sein, dass jeder Mensch macht Fehler. Nicht nur du, jede. Und das ist nicht schlimm, das kann man verbessern, das kann man korrigieren. Und wenn wir stolpern im Leben, was passiert dann? Dann stehen wir auf und gehen wir weiter. Und wir können auch darüber mal lachen. Und diese Leichtigkeit sollst du spüren und keine hohen Ansprüche dir gegenüberstellen. Und nicht glauben, dass du perfekt sein musst. Nein, du musst nicht perfekt sein. Also schau ein bisschen dieser Jungfrau-Energie zurück. Leb mehr dein Löwe. Bring dein Sonne ins Licht, im Strahlen. Und auch hol dein Merkur raus, dass du mit deiner wunderbaren Sprache andere begeistern kannst. Und es kommt auch von Herzen. Vergiss nicht. Regulus, das Herz des Löwen, wirkt hier und da kannst andere begeistern. Und sie werden dich wahrnehmen, sie werden dich loben und bekommst du Anerkennung. Und das stärkt dein Selbstbewusstsein. Und wo steht dein Selbstbewusstsein? In diesem Bereich wirkt Pluto. Und Pluto wird von Saphir bestrahlt. Und Saphir ist ein Stern im Himmel und das ist das Edelstein. Und das soll dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein sein. Entdecke diesen Edelstein an dir. Das ist dein Bewusstsein, dein Wert, deinen Werten. Und das Löwe bringt das ins Glanz. Sei nicht zurückhaltend und schüchtern, was du auch die Jungfrau Aszendent bisschen neigt. Und dann kommt auch die Skorpion-Energie, wo dein Mond steht. Und das ist auch die Sexualenergie. Der Tierkreiszeichen Skorpion hat einen Bezug zur Sexualität. Da sei nicht Jungfrau, sondern leb deinen Gefühlen und das soll dich befreien. Und diese Befreiung brauchst du auch. Dann noch etwas. Ich habe erwähnt, dass du enttäuscht bist oft von Freundinnen oder Freunden und Bekannten. Und die täuschen dich auch. Und sei da wählerisch. Und nicht an dir selbst die Fehler suchen, sondern die Augen öffnen. Und da öffne ich jetzt, möchte ich mindestens mal, dein Augen öffnen. Neptun hat einen Einfluss auf deine Sonne-Saturn-Konjunktion im Löwe im 11. Haus. Hier hast du eine Lernaufgabe, das kommt von Saturn. Die Sonne, dass du zu dir selbst stehst. Die Lernaufgaben passiert erstes Mal im Bereich Vaterbild, zweitens in diesem Lebensbereich 11. Haus Freundschaften. Und jetzt kommt die Einfluss noch von Neptun. Das sind die Enttäuschungen. Und das hat auch eine karmische Bedeutung durch Rückläufigkeit. Das heißt, du hast das nicht nur in dieses Leben, sondern du hast es karmisch schon von früher mitgebracht. Wahrscheinlich, dass dieses Leben
in Ordnung bringst und dass deine Lernaufgabe ist. Und dieser Neptun, was das Ganze beeinflusst, hat einen Einfluss von einem Stern und dieser Stern heißt Rastaban. Und dieser Rastaban hat mit der Schlange was zu tun. Da erzähle ich auch die Geschichte dazu, dann vielleicht kann ich das bildhaft besser erklären. Es gab die Sonnengott Apollo und Apollo hatte einen Sohn und dieser Sohn heißt Asklepios. Asklepios, der himmlische Arzt. Er war Heiler und Arzt. Und später, wo Asklepios schon groß war, musste ein Kind retten. Und dieses Kind ist ein Honigtopf reingefallen. Und Asklepios musste dieses Kind heilen. Und dieses Kind war der Sohn von König. Und Asklepios heilte das Kind. Aber er musste eine große Entscheidung treffen. Es gab nämlich zwei Schlangen. Die eine Schlange trägte die Gift in sich und die andere Schlange die Heilkräuter. Und dieser himmlische Arzt, dieser Asklepios, musste Entscheidung treffen, mit welchem Mittel das Kind heilt. Zum Glück hat auch das Wissen gehabt. Er hat die Schlangen gewählt, der die Heilkräuter getragen hat. Und so könnte das Kind retten und das Kind blieb am Leben. Und diese Geschichte eine Symbolsprache. Und bei dir geht es um Freundschaften, Bekanntschaften. Und diesem Lebensbereich sei Asklepios. Und bei jeder Begegnung, es ist nicht die Beziehung, es ist auch nicht deine Verwandtschaft, sondern das sind die Bekanntenkreis, die Menschen, die du im Leben begegnest. Und sei da Asklepios und stell immer die Frage, ist das die eine Schlange mit dem Gift oder ist die andere Schlange mit dem Heilkräuter? Weil das schützt dich von weiteren Enttäuschungen und such ja nicht die Fehler an dir. Auch wenn sie das sagen, du bist schuld daran, kein Schuldgefühl. Du hast hier eine Lernaufgabe und betrachtest oder ich würde das dir empfehlen, so das Ganze betrachten. Weil oft kommt die eine Schlange mit Honig süßen Worten. Und wenn man in diesem Honigtopf reinfällt, wie das Kind, dann sind wir wirklich Kind im Leben, weil wir alles glauben. Und das ist mal so Hinweis, vielleicht hilft dir etwas. Die Mond hat auch einen Einfluss von außen, von Sternen. Und das ist, wenn ich von die Seite von Skorpion betrachte, das ist die Schere des Skorpion. Wenn ich von anderen Seite betrachte, das ist die Waagenschalen. Und das ist das Gleichgewicht. Und du brauchst emotional die inneren Gleichgewicht. Das gibt dir Kraft und natürlich hilft auch bei Schwangerschaft. Also darauf achten, dass das in dieser beiden Waagenschalen im Gleichgewicht bleibt. Weil das beeinflusst diese nördlichen Schale und die südlichen Schale, dein Mond. Dann hast du nochmal einen Einfluss von Sternen und das beeinflusst dein Wesen, das sind die Aserius und das hat einen Einfluss auf deine Sonne, also dein Kern, dein Selbst. Wer waren diese beiden Aserius? Hier gibt es auch die südliche Aserius und die nördliche Aserius. Das sind zwei Esel. Also
nichts missverstanden. Möchte ich nicht mit diesem Tierchen vergleichen, aber es ist wirklich zwei Esel. Aber von diesem zwei Esel kann man auch was lernen. Die Mythologie erzählt, dass es gab einen Kampf zwischen den Göttern und zwischen den Titanen. Und diese Titanen waren die Riesen. Und es hat schon so ausgesehen, dass die Götter verlieren diesen Kampf. Die Feuergott Vulcanus führte den Kampf in die Seite der Götter, natürlich ausgerüstet mit den Waffen, mit Schmiedekunst, unterstützt vom Pallas Athene. Und die haben zwei Esel dabei gehabt und eine Futterkrippe, und da haben sie Pause gemacht. Und die zwei Esel fangen an zu schreien. Und dieser Ton, diese Art oder diese Tonart, das haben die Titanen noch gar nie gehört. Die wussten nicht, was für Geschrei ist es. Und die haben so Schrock bekommen, dass sie sind davon gelaufen. Und dadurch haben die Götter diesen Kampf gewonnen. Das heißt, die zwei Esel haben die Götter gerettet. Durch diesen Schrei. Natürlich war das nicht bewusst. Aber das hat die Situation gerettet. Und dieser Schrei brauchst du auch im Leben. Natürlich, wenn das angebracht ist. Also das sind die Einflüsse von außen. Ja, nochmal ein wichtiger Einfluss. Und das kann auch indirekt mit deiner Schwangerschaft was zu tun haben. Das sind die Lilith-Energie, das sind die Wünsche, Sehnsüchte, Ziele, aber auch die Neigung, davon zu laufen, man drückt sich davon, man glaubt daran nicht. Und hier steht diese Lilith-Energie in ganz enge Verbindung zu Chiron. Das ist ein Wundepunkt. Und da braucht man Heilung. Chiron zeigt immer auf den Wundepunkt in unserem Leben. Und gleichzeitig aber bietet die Heilung an. Und das ist diese Energie. Ich habe Sehnsüchte, ich wünsche, aber ich traue das nicht zu. Fehlt die Mut. Und diese Energie und diese Wunde an dir befindet sich im Grenzbereich zwischen Widder und Stier. Die Widder vermittelt, sei mutig, trau das zu. Und die Stier sagt aus, bring das in Form. Also nicht davonlaufen und nicht glauben, oh, das gelingt nicht. Ich kann das nicht, ich traue nicht zu, ich bin zu schüchtern. Sondern hier brauchst du ein Heilung. Hier brauchst du ein Heilung. Und das hilft natürlich auch bei Schwangerschaft, weil das ist dein Wunsch, ein Kind zu haben, schwanger zu sein. Und dieser Wunsch, dieser Sehnsucht, das ist diese Lilith-Energie. Aber du traust das nicht zu. Und das ist die Schwäche im Horoskop, und Chiron bietet die Heilung an. Und wo liegt die Heilung? Da erzähle ich auch eine Geschichte. Denn gerade in diesem Bereich, Widder, Stier, befindet sich die Sternbild Andromeda. Und durch diese Geschichte kann ich das auch näher bringen. Es gab eine Königin, Cassiopeia. Und diese Königin hatte eine wunderschöne Tochter Andromeda. Und Cassiopeia prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste, sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen waren beleidigt und haben sich beim Meeresgott Poseidon beschwert. Und Poseidon, der Gott des Meeres, wurde zornig und schickte die Meeresungeheuer, den Walfisch, in dieses Königreich,
die Königin zu bestrafen. Und dieser Walfisch nahm die Tochter Andromeda und fesselte in ein Felsen. Und Andromeda, diese schöne Königstochter, war die gefesselte Frau. Hat auch Angst gehabt, da war in die Nähe Medusa, die furchterregende. Bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda von diesem Fessel und tötete auch diese furchterregende Gestalt Medusa. Und das war die Befreiung Andromedas. Und die beiden, Perseus und Andromeda, die haben sich auch verliebt. Und dann kam die geflügelten Pferd Pegasus und sind mit diesem geflügelten Pferd davongeritten, geflogen im Himmel, in Luft. Und das war die Befreiung. Und das sind deine Sehnsüchte, was du nicht zutraust. Die Sehnsucht ist immer da, aber du hast keinen Mut, das zu wagen. Du traust es nicht zu. Und das ist gleichzeitig auch dein Schmerz. Und da brauchst du eine Heilung. Und die Heilung bringt die Andromeda-Geschichte. Befreien von Ängste. Und den Mut dazu haben, Schritte zu machen. Und das kannst auch im Thema Schwangerschaft verbinden. Deine zweite Frage war die Jobsuche oder die Jobangebot. Es ist kein Zufall, dass du jetzt gerade diese Angebot hast. Du bist im Tierkreiszeichen Löwen geboren. Hier bewegt sich gerade die aufsteigende Mondknoten. Da sind neue Möglichkeiten, neue Chancen. Bewegt sich auch Merkur. Das sind die Gespräche, die Termine, diese Angebote, die Handlungen. Bald kommt auch die Sonne und Mars. Dann sind alle im Tierkreiszeichen Löwe. Das ist noch nicht so weit, aber befindet sich Mars und auch die Sonne im Grenzbereich. Verlässt die Tierkreiszeichen Krebs und übergeht im Löwe. Also kommt auch einiges in Bewegung in die nächste Zeit. Also die Zeit spricht dafür, es ist nicht umsonst. Das sind schon deine Möglichkeiten und Chancen. Und wo befindest du dich mit deinen Lebensphasen? In welche Schritte bewegst, in welche Boden bewegst du dich gerade in diesem 7-Jahren-Periode? In Tierkreiszeichen Fischen. Und die Tierkreiszeichen Fischen haben einen Zugang zu ihren Intuitionen. Und das hilft gerade bei Entscheidungen. Hör auf deine Intuition. Weil in diesem Zeitraum, solange bis deine Schritte in diesen 7 Jahren, Schritte in diese 7 Jahre lang im Tierkreiszeichen Fischen bewegst, bis gerade in die Mitte, also noch ein paar Jahre in diesem Energiefeld, lernst du auch viel von Tierkreiszeichen Fischen. Und ich habe erzählt von diesen beiden Fischen, also im Vertrauen bleiben, in diesem Glauben zu haben, dass alles im Fluss kommt. Dazu noch, was die Tierkreiszeichen Fischen bietet, die kreative Art und Weise, die Inspiration, aber auch die Intuition. Also in dieser Zeit lass dich von allem inspirieren und hör auf deine innere Stimme, weil das ist gerade die beste Ratgeber. Ich würde sogar sagen, das ist noch besser als was ich sage. Meine Intuition sagt dazu, das wird nichts, aber ich werde das genau in die Karten noch anschauen. Und ich befrage natürlich auch die Quelle. Aber bevor ich die Karten auslege und bevor ich noch die Quelle befrage, ich habe auch dein Jahreshoroskop angeschaut, 2017, 18. Dieses Jahreshoroskop bedeutet von einem Geburtstag bis zum nächsten Geburtstag, also nicht
denken, dass das von 1. Januar bis 31. Dezember gilt. Nein, immer von einem Geburtstag bis zum nächsten Geburtstag. Und es ist auch nicht identisch mit dem Geburtsdatum, sondern die Sonne kommt immer in die gleiche Position, wie im Augenblick die Geburt war. Und damit beginnt das neue Lebensjahr. Das bedeutet, du bist im Löwen geboren. Also das beginnt bald bei dir und dauert bis nächstes Jahr. Und in diesem Bereich verlässt du immer mehr die Jungfrau-Energie und übergehst auf die Löwe. Und dieser Jungfrau-Aszendent, was ist das eigentlich? In diesem Augenblick, wo du geboren bist, dein erster Atemzug, in diesem Moment ist die Tierkreiszeichen Jungfrau im Osthorizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang. Das heißt, ihr seid in dem gleichen Moment geboren. Die Jungfrau stieg im Osthorizont auf und das kommt im Licht, im Tageslicht. Du hast auch die Licht erblickt. Das ist bei Babys zwar das Atem, was das symbolisiert. Und du hast eine Verbindung mit dieser Jungfrau. Das ist aber dein Erdenleben. Und dieses Erdenleben brauchst du ein Kleid. Versuch das mal so vorzustellen. Und das ist vielleicht dir als Löwengeborenen einfach. Betrachte das Leben wie ein Theaterstück. Das ist dein Theater. Das ist deine Bühne. Du schreibst die Drehbuch. Das heißt, du bestimmst auch selbst dein Schicksal. Du sorgst dafür, wie diese Bühne ausschaust. Das sind deine Entscheidungen. Auch die Freundeskreis. Also, du wählst es aus. Auch mit welchem Schauspieler du dieses Theaterstück spielst. Also du machst das, diese Gestalt, du bringst es in Form, nach dein Geschmack. Und du bist die Regie. Das ist deins, das ist dein Theater. Und jetzt fangst an zum Spielen und wählst ein Kostüm aus. Und dieses Kostüm ist die Aszendent, das ist die Jungfrau. Und so wirst du auch wahrgenommen im Leben. Das ist der erste Eindruck, was an dir die Menschen, die dich nicht näher kennen, sondern du begegnest mit jemandem, das ist der erste Eindruck. Und das sind die Jungfrau-Eigenschaften. Vielleicht ein bisschen zurückhaltend, schüchtern, aber sehr klug und bodenständig. Und das, was du vermittelst, also nüchtern, bodenständig, sauber, klug, also das ist deine Ausstrahlung, das ist dein Kostüm. Aber du kannst dieses Kostüm auch mal wechseln. Und das ist das Lebensjahr, bei dir jetzt beginnt. Das heißt, du holst ein neues Kostüm. Du trägst dann in diesem Lebensjahr die Tierkreiszeichen Löwe. Und das ist dein Selbst. Du holst in diesem Lebensjahr dein Selbst raus und bringst es ins Glanz. Und das ist die Thema des Jahres. Dein Lebensjahr. Und damit beginnt dein neues Lebensjahr. Und es ist im Grenzbereich. Aber du verlässt die Jungfrau und übergehst in Tierkreiszeichen Löwe und kleidest du dich mit Löwe-Eigenschaften. Und so wirst du auch wahrgenommen. Weil das ist deine Ausstrahlung. Und diesen Bereich bestrahlt Regulus. Regulus, dieser königliche Stern, das Herz der Löwen.
Erstens, lebst dein Herz, dein Herzensangelegenheit, alles, was dich begeistert. Und Regulus ist ein königlicher Stern. Das heißt, fangst an zu spielen in dein Theater. Und du spielst die Rolle der Königin. Was noch mich sagt in diesem Jahreshoroskop, dass du eine kleine Reise machst. Und da wird Jupiter, lassen wir uns überraschen, das kann dazu führen, dass etwas vermehrt oder Glück hast in diese kleine Reise. Und kommt dein Mondenergie, deinen Gefühlen zu Lilith in Berührung. Und du entscheidest, was lebst du? Die Lilith, diese ständige Sehnsüchte und Wünsche, wovon du Angst hast, denk an die Geschichte Andromeda, oder verlässt diese gefesselte Andromeda, verlässt diese Angst und übergehst im Mondenergie, Mutter zu sein. Und das ist die Jahreshoroskop für dich in die kommenden Lebensjahre. Dann schauen wir mal die Karten an. Und erstmal beantworte ich die Frage Schwangerschaft, ob du schwanger sein kannst. Ja. Klar und deutlich. Klar und deutlich. Das bedeutet, du hast die Glück mit hundertprozentiger Sicherheit, kann ich aussagen, du wirst schwanger sein. Ja. Ja. Es sind keine Hindernisse da, überhaupt nicht. Eine ganz klare Aussage, du wirst schwanger sein. Kommt auch keine Komplikation, bringt in eurem Leben auch Glück. Und jetzt schaue ich an die Jobangebot. Liegt Schwangerschaft da, nichts mit Jobangebot. So wie mein Gefühl auch sagte, es wird nichts hier im Kartenbild, sehe ich auch. Es wäre keine gute Entscheidung, diese Jobangebot anzunehmen, sondern sollst du eher vorbereitet sein, dass du ein Kind bekommst. Richtig Schwangerschaft da, wird nicht lange dauern. Du hast bald die gute Nachricht, dass du schwanger bist und du wirst die Mutterschaft erstmal genießen. Und dieses Jobangebot, das würde dich eher unruhig machen, aus deinem Weg zu bringen. Also liegt bewölkt. Undurchschaubar, unklar, wäre keine gute Entscheidung. Und jetzt kommt der dritte Teil von der Beratung. Und das ist sehr interessant. Das ist die mediale Beratung. Und das sind nicht meine eigenen Gedanken, sondern ich bekomme Botschaften und ich vermittle diese Botschaft.
und ich lasse das einfach fließen und schauen wir mal an, was die Quelle dazu sagt und auf beiden Fragen. Ich grüße dich. Du bist gesund. Es ist alles natürlich. Du brauchst nichts überprüfen lassen. Das ist nur deinen Gedanken. Weil du zu viel überlegst. Oft ist es auch richtig, aber manchmal sollte man ein glückliches Kind sein im Leben. Viele lernen das auch. Und genau das, was du brauchst. Wieder Kind zu sein. Und du wirst eine gute Mutter sein. Ja. Du wirst Mutter sein. Und wenn du mich fragst, du machst das sehr gut. Weil du hast das Gefühl dazu. Und du wirst dein Kind lieben. Und für das Kind sorgen. Und das Kind wird gesund sein. Und deine Ehe ist fest. Davon kannst du überzeugt sein. Und ihr beide werdet gute Eltern sein. Ihr übertreibt nichts. Ihr beide wartet schon auf dieses Kind. Und ihr werdet Sicherheit und Stabilität geben. Kein Angst, weil du zitterst. Du sollst glücklich sein und lachen. Und stärke dein Selbst. Weil das hilft dir im Leben und beruflich. Es klappt nicht. Weil das ist nicht deine Geschichte. Es kommt was anderes. Du bekommst ein Kind.
Und auch wenn du nicht 20 bist, nicht in diesem Zeit, es ist alles in Ordnung und das Kind schenkt dir ein glückliches Lachen. Und davon sollst du begeistert sein. Weil das Kind kommt. Liebe Frieda, ich möchte mich nochmal bedanken für dein Anvertrauen und ich bedanke mich für das Zuschauen. Tendera Susanna Medici.